Willkommen zu einem neuen Part von Pokémon Blattgrün Randomizer. Nachdem im letzten Part haben wir den Mondberg durchstreift. Und ich muss sagen, ich bin von unserem Team zufrieden. Aber jetzt können wir in Pokémon 2 neue Attacken erlernen. Normalerweise wäre es Mega Hieb, aber Mega Kick, aber die Attacken sind ja gerandomized wie die TMs. So. Welche Attacke ist es? Quappo, Mega Hieb. Okay, dann sind die Attacken gleich geblieben. Egal, das passt schon, würde ich mal sagen. Aber das ist eigentlich richtig gut für uns, denn dann können wir endlich mal Knuddelhof halbwegs gut einsetzen, denn Duplizit war von Knuddelhof die einzige Attacke. Diesen Mon können wir jetzt besser einsetzen. Sehr schön. Wir dürfen auch in Azuria City gleich unsere Pokémon heilen, aber müssen aufpassen, wann wir unsere Pokémon heilen, denn die haben ja eigentlich zwei schwere Kämpfe. Misty und natürlich unseren Rivalen, obwohl sie natürlich gerandomized Pokémon haben. So. Erlernen wir Lita Mega Kick, das wäre auch eine Wahl. Statt Duplex Sieb. Ich denke, das passt. So ist Quappo auch ein bisschen stärker geworden, worüber ich mich sehr freue. Und Leute, wir dürfen gleich ein neues Pokémon fangen, worüber ich mich auch sehr freue. Ich bin schon mal gespannt, welches Pokémon das sein wird. Synthese, eine gute TM sogar, da wir jedes Pokémon Center, jede Heilstation nur einmal verwenden dürfen. So. Und welches Pokémon wird unser Counter für diese Route? Wie Pitius. Ja. Tankst du eine Attacke? Wir werfen einfach mal den Ball. Haben wir genug Bälle? 4 Bälle. Holy shit, ich hätte Bälle kaufen sollen. Aber Leute, wenn wir die Pitius fangen. Ja, ich würde mich sehr wenn die Pitius freuen. Poison Type. Und ich will mal von wie Pitius ausprobieren. Ich glaube, ich habe es wirklich noch nie ausprobiert. So, Kurtel. Hoffentlich wirst du nicht vergiftet. Der Hitzegolla wird nicht vergiftet, oder? 7 KP in Crit würden wir überleben und hoffentlich killt Glut das Mon nicht. Das wäre es nicht so schön. Ein Burn wäre auch okay. Aber wir wechseln es raus, denn wenn er Crit ist, würden wir unser Pokémon verlieren und das darf auf keinen Fall passieren. Ja, es hätte dann safe ein Biss überlegt. So. Jetzt werfen wir die restlichen Bälle natürlich. Wir haben noch 3 Bälle und hoffentlich bleibt dieses Vipitis in dem Ball drinnen. Komm schon, Vipitis. 1, 2, 3. Ja, schade. Bitte, ach, dieses One Nerf. Wir dürfen einen Trank verwenden. Wahrscheinlich müssen wir den auch verwenden. Bitte bleib es drinnen. Nein. Okay, wir wechseln jetzt in ein anderes Pokémon. Versuchen es noch zu schwächen. So, können wir rauswechseln oder können wir durch den Wickel nicht rauswechseln? Wir würden in Lita rauswechseln. Kann Mondi nicht irgendeine Attacke, was schwach ist? So, ja, Tackle, jawohl. Dann würde ich sagen, benutzen wir mal einen Trank für Dracula, dass wir mal Wickel ausstollen. Holy shit, Tränke müssen wir auch schon wieder kaufen. Den Mondberg haben wir aber nur wirklich knapp geschafft. Ja, vom Wickel wurden wir endlich befreit. So, dann gehen wir in Unstein. Der Biss wird, weil es sehr effektiv ist, 10 KP machen. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Vielleicht sogar mehr, denn wir Beats hatten hohen Angriff und hohen Spezialangriff. Tackle. Und, ja, wir könnten sogar noch einmal Tackle drücken. Und dies werden wir natürlich auch tun. Und, jawollo. Perfekt, jetzt sollte das Vipitis im Ball drin bleiben. Vipitis ist eine gute Bereicherung für unser Ziel, da bin ich mir sicher. Natürlich ist es nicht so bald hier, aber es kann gut aussehen. 1, 2, 3. Jawoll! Es gibt nur einen wahren Namen für Vipitis. Vipitis, nicht Chessy. Es ist auch weiblich, also passt das auch. Chessy. Ja, wie gesagt, ich freue mich über dieses Pokémon. Hoffentlich schreibt ein Chessy mit Y.
Was gäbe es hier noch? Das würde mich interessieren. Es gäbe hier auch noch Flunkiefer. Holy shit, ich habe mir gestern gedacht, ich will mal Flunkiefer in Blaze Ross probieren, wie ich einen Stream gesehen habe. Aber nee, leider kein Flunkiefer für uns. Ja, Vipitis ist aber auch ein cooles Pokémon. So, die Frage ist, heilen wir jetzt schon unsere Pokémon? Die sind so tot, ja. Vipitis könnten jetzt in den Box liegen, aber was bringt uns das eigentlich gar nichts? Wir heilen jetzt mal unsere Pokémon. Gibt es hier nicht auch unsere In-Game-Trades? Die sind ja auch gerandomized. Man könnte ein Lugia für eine Raupi bekommen. Ach ja, ich möchte mal wieder Lugia ausprobieren. So. Lugia hat ja auch eine richtig geile versteckte Fähigkeit, nämlich Multishop, die von Dragoran und Ho-Oh hätte die versteckte Pechadration Rate. Also wenn ihr Paares haben, bekommen wir Psyana. Ja gut, cool. Ich würde mich darüber sehr freuen. Und gibt es hier nicht versteckte Items? Ein Sonderbobo gibt es hier normalerweise, jawohl. So, die Sonderbobos können wir natürlich auch verwenden. Aber das Wichtigste, was wir jetzt machen müssen, ist natürlich in den Pokémarkt gehen und sofort etwas kaufen. So, könnten wir auch etwas verkaufen. Sternenstück bekommen wir sehr viel Money. Mondstein verkaufen wir natürlich nicht. Sonderbobo könnten wir in Notfall verkaufen. So, Pokébälle kaufen wir auf jeden Fall 10 Stück. So bekommen wir auch einen Primärball. Supertränke kaufen wir 4. Und dann noch ein paar Tränke. 5 Tränke mal. Nun gut. Wir dürfen das Pokémon Center in Azuria City nicht mehr verwenden. Sehen wir uns mal wie Pidgeys an. Es ist auf Level 10. Okay, zaghaft. Expedermis. Biss. Ja, okay. Biss ist in dieser Gen speziell, so wir setzen jetzt mal in den Spitzen. Knuddelhof dürfen wir jetzt auch verwenden, okay. Es kommt Rivalkampf, der wird höher geleverte Pokémon haben. Deshalb fangen wir auch mit unserem knuffigen Knuddelhof an. Also Knuddelhof konnten wir bis zu diesem Part eigentlich gar nicht verwenden, aber jetzt können wir es ein wenig verwenden. Und wir können gleich schauen, welches Pokémon Synthese lernen kann. Denn wenn Knuddelhof Synthese lernen kann, ja, es hat sehr viele KP. Könnten es dann öfters reinschmeißen, wie gesagt, wir dürfen pro Kampf einen Trank verwenden. So, gehen wir gleich auf Mega Hieb. Trifft der erste Mega Hieb das Pokémon. Jawohl. Können wir es two-shotten? Hast du keinen Angriff, Knuddelhof? Wow. Da heule aber gut. Okay, wir wechseln sofort raus in Liter. Holy shit. Step. Was war denn gerade los? So. Du greifst mit der Aquaknarre an und machst Gorkenschaden. Hält das weil immer so viel aus? Gut, es ist nur Platschen, also passt das schon. So, wie viel macht der Mega Kick? Der macht hoffentlich guten Schaden. Jawollo. Der nächste Mega Kick müsste das Pokémon überlegen. Nicht mehr überlegen. Überleben und nicht überlegen. Holy shit. Danke, dass du mit der Mega Kick triffst. Quappo. So, was wird das nächste Pokémon vom Gegner sein? Level 16 erreicht Liter. Sehr schön. Hat gute Werte. Snowball. So. Das hat Bedrohung. Also gehen wir jetzt nicht in Knuddelhof. So hätte Collar Go. Ich hoffe, wir begegnen wieder ein paar legendäre Pokémon. Die bekommen sehr viele Erfahrungspunkte. Lugia sind gratis Erfahrungspunkte für uns. Denn das kann jetzt bis Level 15, glaube ich, nur Wirbelwind. Auf jeden Fall nur Bullshit hacken. Höchstens Windstoß. Also das wären gratis Erfahrungspunkte, worüber ich mich sehr freue. So, natürlich Flintstones. Und ich muss es eigentlich noch. Ach, die Frage ist, soll ich die Kampffolge, den Kampfstil von Folge von Wechsel auf Folge stellen? Das ist die Frage, die ich mir gerade stelle.
Sengo, dafür haben wir Mondi. Ich glaube, das höchste Pokémon von Stam ist auf Level 20, 21, auf jeden Fall nicht 19. Also, wir sind nicht mehr overlevelt. Da freue ich mich ehrlich gesagt. Ja, Sengo macht gar keinen Schaden. Ich finde erst, Sengo ist ab der 4. Generation erst so nützlich geworden. Ab der 6. noch mehr, da ist der Knockoff erlernte, wenn Knockoff erlernen konnte, und Knockoff hatte dann sehr guten Boost. Tackle nimmt dann auch das Sengo raus. Müssen auch, wie gesagt, auf die AP aufpassen von den Attacken, dass die uns nicht ausgehen. Mondi erreicht Level 19, sehr schön, und würde Hypnose erlernen. Haben wir nicht noch Heule im Set? Leiter, ach, wir lernen die Attacke nicht. Tackle brauchen wir noch für die AP, würde ich mal sagen. Zentacher. Ja, Chessy darf es versuchen. Denn wir wollen jetzt aus Chessy und Knuddelhoff ein paar Level im nächsten Part steigen. So, bis. Wow. Wow. Das ist von unserem Rivalen das höchste gelevelte Pokémon. Und das nervt auch mit Super Schaden. Warum machen wir diesmal gar keinen Schaden? So, Blitzer, und wir müssen dann wieder Mega Kick benutzen. Ach ja. Diese Kampf war es nicht so spektakulär, muss man schon sagen. Der normale Rivalenkampf ist viel spannender, da der Tauboge mit Sandwirbel benutzt. Ja, lol, Sandwirbel, aber dadurch wird der Rivalenkampf schwerer, auch wenn der Abra hätte. So, diesen Kampf haben wir geschafft. So, die nächsten Trainer müssen Pokémon benutzen, die auf nicht so einem hohen Level sind. Und wisst ihr, was wir noch machen? Wir stellen jetzt von Wechselerfolge, da ich es, glaube ich, jetzt zum ersten Mal bemerke, und da wir 6 Pokémon haben. Aber wenn ich sehe, es ist viel schwerer geworden, dann werde ich es wieder vielleicht umstellen. So, Folge perfekt. So, zeigt mir eure legendären Pokémon. Wir wollen ja gegen legendäre Pokémon kämpfen, oder ist es nicht so? Ich denke schon. So, zeig mir dein Ho-Oh. Traumato. Na gut. Ist kein League. Aber nur fast, es ist ja ein Pedobär, oder? Ich denke schon. So, Mega-Hieb können wir es zuschotten. Ich erwarte von Knuddelhoff nicht so viel. Na gut. Ach ja. Das habt ihr es nicht gesehen. Knuddelhoff, bitte wach einfach hier auf. Das wäre extrem nett von dir. Schambolzen. Ach ja. Also, wenn ich Knuddelhoff im CP spielen würde, würde ich es mit Mondschein spielen. Ich glaube, es kann ja nicht weicher mit den Tarnsternen. Mit Rocksetter, vielleicht noch ein Screener, wenn man Style hat. Es hat ja eine Feentypen dazu bekommen. Also ist es Normalfee, der Fee. Dann nur einzelne Typ Fee ist besser als Normalfee. Schade, dass es nicht nur Fee gewesen ist. Das wäre ein kleiner Boost für Knuddelhoff gewesen. Zum Beispiel, Pipi ist stärker als Knuddelhoff. Insane, aber es ist so. Einfach wegen den Eboliten zum Beispiel. Auch wenn Knuddelhoff sehr viele KP hat. So, das nächste Pokémon vom Gegner ist Ponita. Ja, gut. Ich frage mich gerade, ob ihr jetzt eine neue Regel einführen könnten. Also, es gibt ja in Kanto, wie ihr wisst, sehr viele Trainerpassagen. Das ist einer der Gründe, warum die meisten Leute die Trainerpassagen nicht mögen und deshalb auch Kanto nicht mögen. War das richtig gekauft zumindest. Aber auf jeden Fall, mich stört das nicht, und deshalb die Frage: Soll ich es so machen, dass ich die Kämpfe speede? Natürlich werde ich sie auch noch kommentieren, aber dann würde ich Custom-Musik drunter legen, denn gespeedete Musik ist nicht schön. Das ist ja auch der Grund, warum ich nicht speede.
Und ich finde, der Grund ist auch legitim, obwohl ich gerne jederzeit speeden würde, aber ich will mir das wieder abgewöhnen. So könnte ich mir vorstellen, dass wir mit 2- oder 4-facher Geschwindigkeit die Kämpfe hier machen und ich caste Musik drunter lege. Ja, das könnte ich für den nächsten Part schon machen, denn das ist erst der erste Trainer. Aber Knuddeluff erreicht gleich Level 15. Dodu, okay. Also ich kann mir wirklich vorstellen, dass wir dies gleich machen werden oder im nächsten Part, beziehungsweise Knuddeluff reicht Level 15, insane. Können auch gleich einen Trank verwenden. So, und während ich die Kämpfe besiege, im Speed-Modus können wir auch über ein paar bestimmte Themen reden. Ja, auf jeden Fall, Leute, ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Im nächsten Part werden wir die Trainerpassage machen. Bis dann und ciao.